danke. Sind wir gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall. Wir sind happy. Ja. Ja, dann sehen wir uns eben morgen, oder? Genau. Um 8. Da ist diese Floßfahrt, das ist mit dem Aufruf zur Verlosung bei der Floßfahrt. Halb acht morgen am Büro. Ach, halb acht, in der Früh halb acht. Ja, klar. Das musst du allein machen, das ja nicht. Ich habe einen Termin. Ach, du hast den Termin morgen? Ja, ich bin vorgängig da. Das mir ist halt halb acht auch ein bisschen schwierig, aber... Aber das ist schon, das ist so wichtiger, das muss man mitnehmen. Sehr wichtig. Floßfahrt ist ein Kernstück. Kaspar. Ja? Kaspar. Genau! Kaspar! Ich allein oder? Ja, natürlich. Das ist deine Chance. Ja, seh das als Chance. Machst mir eine schöne Shotlist. Überlegst dir, wie du es auflöst. Das ist unser bester Mann. Ja, Kaspar. Ja, Kaspar, dann machen wir es mit dir. Okay, gut. Ja, okay. So, ich meine, hallo. Ja. Floßfahrt. Kommst du ein bisschen raus? Ja, klar, los. So dann macht Kaspar morgen die Floßfahrt. Kaspar macht die Floßfahrt. Bis dann. Ciao. 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 Du hast jetzt aber nichts von dem Gerichtstermin gesagt, oder? Nein. Das brauchen wir doch auch nicht wissen. Nee, das muss kein Mensch wissen. Wenn das Arschloch Klaus mich irgendwie vor Gericht zerrt, dann wird es morgen anschauen. Was Arbeitsgericht, weil ich ein Vollpraktikumzeugnis bekommen habe. Aber die Sau mache ich fertig, das sage ich dir. Nee, also ich hatte das Problem auch mal und dann konnte es nicht lösen. Ich weiß nicht, was der Hans-Christian gesagt hat. Also, aber wir müssen dir den Aufruf noch geben. Ich bin zu Hause eingeloggt. Ja, klar, ja. Ja. Ist mir jetzt irgendwie. Offen gelassen. Mache ich einfach so. Ich weiß nicht, ja, aber er hat doch gesagt, du schickst ihm eine Shotlist und er checkt das durch. Und also, okay. Was hast du jetzt dir vorgestellt? Hier, also das war schon hier oben. Ja, einfach mit dem Floß im Hintergrund. Aber ihr wisst, was sie sagen. Also, hat der Hans-Christian gesagt, was sie sagen soll? Nee, eigentlich nicht. Okay. Machen wir halt den also, du hast keine klaren Anweisungen. Oder was? Nicht wirklich. Ne? Also, nicht wirklich heißt nein. Kaspar? Ja? Entscheide dich doch mal, bei welchem Team du spielst, ja? Du hast von mir ganz klare Anweisungen bekommen. Ich hatte gar keine Anweisungen von euch. Genau! Und wo sind eigentlich die zwei Cappuccinos? Mann, ich soll euch doch filmen. Ich kann da auch nicht alles gleichzeitig machen. Gleichzeitig? Pass mal auf. Mühle hinstellen, Abmarsch, Kaffee her. Aber ganz schnell. Okay. Mann. Wenn wir uns so angestellt hätten, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Nee, weißt du, was er einfach noch nicht begriffen hat? Be creative. Verstehst du? Ja, hat auch mit Flexibilität zu tun. Absolut. Auf dem Arsch.